so. Neue Welt erstellen. Bringt uns das auch nicht viel weiter, was ich hier rede. Huch, wir sind ja an einer Ebene gelandet. Ein wunderschönes Schwert. Dann aufs Maul! Kuh getötet! Yeah! Ersten Erfolg erzielt. Beziehungsweise zwei. Das habe ich mir jetzt mal auch genau so gesagt. Ich kann ja auch... Schweine! Die habe ich mir letztes Mal nicht entdeckt. Stirb! So, damit hätten wir auch ein Schwein getötet. Kann euch ja mal erzählen, beim letzten Mal sind wir in den Höhle gegangen und da standen direkt vier Creeper, die uns direkt angegriffen haben. Diesmal also nicht. Also... Holy! Ich habe gerade gedacht, ich habe das zwischen eines Creepers gehört. So paranoid wird man, wenn man ein paar Creeper entdeckt. Mann. Ein Schaf, sehr schön. Und auch diese Aufgabe hätten wir gemeistert. Schlafen kann, da ist Eisen, sehr schön. Alter, was für ein geiler Anfang. Also wirklich, der Anfang hier ist ja jetzt schon cooler als der letzte. Das sieht hier doch ganz cool aus. Ich denke, die Form hier gefällt mir sehr gut. Ich glaube, hier können wir unsere kleine Bude reinmachen. So. Eisen. Den Song habe ich mir ganz selbst ausgedacht. Er ist nicht geklaut von irgendwelchen anderen großen Let's Playern. Denn ich benutze den Text Eisen, nicht Kohle. So, mir wurde mal gesagt, Eisen ist nie alleine. Tja. Eisen ist nie alleine, so viel dazu. Oh, jetzt schweige ich hier plötzlich. Was denn da los? So anstrengend das Bauen. Ach ja. Mein Gott, kann man immer so schön singen. Auch wenn man nicht singen kann. Mir gefällt besonders die einheitliche Gestaltung unseres Hauses. Wir haben definitiv alles mit ein und demselben Baustoff gebaut. Das ist wundervoll. Und welche Bedingung ich auch noch zu einem Haus hinzufüge, ist, ein Haus besitzt eine Tür. Nicht aber. So. Also das hier ist ein Haus. Und damit können wir abhaken. Darum ist noch ein Schaf. Das ist der nächste Schritt zu unserem Bett. Stirb! So, ihr monströsen Gestalten. Ich wollte gerade schon fragen, wo ihr steckt. Da steckt ihr ja. Stirb! Yeah, wir haben ein Skelett getötet. Oh, sind wir bereit dafür? Ich weiß es nicht. Mist, nicht geschafft. So, da steht unser Bett. Und wir setzen unseren Spawn. Gute Nacht. Von unserem Zuhause. Ich habe jahrelang Minecraft gespielt und bin nie auf diese unfassbar einfache Idee gekommen, mir einfach die Koordinaten von meinem Zuhause aufzuschreiben, um dahin zu finden. So, minus 23, 59, 205 und 80. Spinni? Ich dachte eben schon, das sei Lava, das sah irgendwie so aus. Spinne. Hallo Spinni, du bist ja ganz lieb. Und jetzt nicht mehr. Yeah, Spinne getötet. Was denke ich eigentlich? Also, was produziere ich hier gerade? So. Eisenausrüstung. Komplett. Auch wenn das keins unserer Achievements ist. Und dann gehen wir da mal wieder in die Dunkelheit. Und ich flüster, weil wenn man in die Dunkelheit geht, dann muss man flüstern. Das ist ein Gesetz. Übrigens habe ich für dieses Projekt auch noch vor, also was ich sehr cool fände, wenn wir in späteren Folgen dann auch so themenbezogene Folgen machen können, in denen ich dann über irgendein
Thema, das mich gerade so beschäftigt. Das ist schon ziemlich cool hier. Man gräbt Eisen aus, dann findet man Kohle und dann findet man wieder Eisen. Sehr schön. Denn ich finde einfach, dass YouTube bietet einem diese unfassbar coole Möglichkeit, genau sowas zu machen. Dass einer ein Video raushaut, sagt so, ich denke das und das und dann kommt ein Haufen Leute und sagt, das ist voll scheiße, was du denkst. Und dann sagt der Typ wiederum, nee, das finde ich gar nicht scheiße, das finde ich einfach nur Pisse, was ihr denkt. Und ich habe gerade gesagt, morgen ist Wahl in Hamburg, ne? Das wird für euch schon gestern, glaube ich, gewesen sein. Müsste sein, ne? Weil die erste Folge soll am Sonntag rauskommen und die zweite dann am Montag, genau. Ich nehme das Ganze nämlich noch am... Ich verbessere mich, es ist bereits Sonntag seit 3 Minuten, also ich nehme das Ganze nicht am Sonntag auf, aber ich habe am Samstag quasi angefangen. Und dann würde ich sagen... Ja, da ist ein Creeper! Den müssen wir auch noch töten. Ein Skelett. Und ein Creeper! Das ist gerade eine etwas ungünstige Situation, weil beim Skelett wäre man am besten nah dran und beim Creeper am besten möglichst weit. Ja! Ja, genau! Nein! Alter! Da backe ich mich einfach am Baum fest und... Oh! Alter! Oh Mann! Jetzt komm schon! So! Komm, komm, komm! Stirb, 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 stirb einfach! Yeah! Minecraft Spiel der realistischen Dinge. So. Jetzt sollte es etwas flüssiger laufen. Aber ein Thema ist natürlich, dass ich tatsächlich 5 Abonnenten habe. Und ich muss sagen, das freut mich schon tierisch. Da ist ein Zombie! Endlich! Was für ein Bug, ey. Da habe ich mich gerade kurz erschreckt. So. Besiegt. Alter. Da ist er ja. Na, du Kleine. Komm nur her. Getötet. Ach ja, YouTube hat heute Geburtstag. Ich habe auch schon das Video dazu gerade veröffentlicht. Also mein persönliches YouTube hat Geburtstag-Video. Hier ein ganz kurzer Ausschnitt. Übrigens hat YouTube heute Geburtstag, also es ist jetzt auch schon wieder fast wieder vorbei, aber egal. Ist das beste Video auf meinem Kanal auf jeden Fall. Und muss gehypt werden, Leute. Ich meine, ich sage das sonst nicht in meinen Videos. Von wegen, gebt dem Video Daumen hoch und so einen komischen Kram. Macht, was ihr für richtig haltet, aber bei diesem Video unbedingt, also nicht bei dem, was ich jetzt gerade mache, sondern bei dem YouTube-Geburtstagsvideo, bitte unbedingt Daumen hoch, verteilen, verbreiten, macht das Video ganz groß. Das muss episch werden. Ach so. Und eine Schere können wir uns auch mal craften. Zack. Gib mir deine Wolle. Geh mal weg. Du bist scharf, geh da weg. Oh mein Gott, ey, dieses Schaf. Oh, voll die schweigsame Folge irgendwie. Huch. Sind Brunnen nicht mehr unendlich? Ja. So, beim Minen ganz wichtig. Immer runtergehen bis auf Höhe 12. Denn da kommt immer... Stimmt es da einfach drin? Eine Höhle.
Zombies. Ihr untoten Geister. Ihr habt dein Leben nicht verdient. Wieso wandelt ihr auf dieser Welt? Wer hat euch verflucht? Ich werde euch von eurem Fluch befreien. Ah, scheiße. Ich habe keine Pfeile mehr. Auf mit Gebrüll. Und tot. Komm nur her. So. Denn ich finde, Harry Potter ist auf jeden Fall eins der besten Franchise auf diesem Planeten. Keine Ahnung, was interessiert es mich, einen ganzen Film darüber zu gucken, wie Snape gelebt hat, so. Ich hab doch Snapes Geschichte schon in den Harry Potter Büchern gehabt. An Fackeln basteln. Oh, das waren ein bisschen viele. Gerade heute habe ich auch wieder Gold. Oh yeah. Ja, also wenn Warner Bros. Auf mich zukommt, dann überleg ich vielleicht. Also, ich hätte schon Lust, vielleicht darüber nachzudenken, so einen Film zu machen. Da wird man im Grunde die Harry Potter-Filme nochmal drehen und die Kamera auf eine andere Figur halten. Ich finde, man sollte das Augenmerk viel eher auf Filme legen über Geschichten, die wir noch nicht kennen. Ob Harrys Kinder vielleicht irgendwas Tolles erleben. Das Leben von Albus Dumbledore fände ich zum Beispiel auch ganz spannend. Da wird ja zum Beispiel im Buch das legendäre Duell zwischen ihm und Grindelwald angesprochen. Und das sieht man, da erfährt man ja zum Beispiel gar nicht so genau, wie das jetzt tatsächlich gewesen ist. Das wäre, glaube ich, ganz spannend, das nochmal zu sehen. Alter, was ist denn hier los? Voll die Party! So, erstmal eine Fackel aufbauen. So. Und auch auf die Fresse. Komm, komm, einfach sterben. Ich will nicht sterben. Jetzt komm. Gut. Noch eins? Was ist denn da los? Ja, komm her. Komm her. Ja, komm her. Das wirst du schon tun müssen. So. Oder auch, ein Film über die Rumtreiber. Also James, Sirius, Remus und Peter Pettigrew. Über deren Schulzeit, das wäre auch ganz spannend, glaube ich. Weil das sind halt so Geschichten, die werden in den Büchern zwar angeschnitten, aber da erfährt man jetzt nicht so viel drüber. Zum Beispiel habe ich schon mal das Argument gehört, ja, Harry Potter ist ja voll langweilig, weil der kann zaubern und das unendlich. Der Gegner, der kann ja auch unendlich zaubern. Die Hauptfigur unendlich oft und immer tausende von Planeten in die Luft jagen kann. So, dann wäre das ja im Vergleich zu, keine Ahnung, Super Mario oder so, der übermächtig. Aber wenn man dazu einen Feind entwickelt, der auch so oft er will und immer Planeten in die Luft jagen kann, dann sieht das Ganze wieder ganz anders aus. Ja, zunächst mal derbe geil, was gerade mit meinen Videos abgeht. Also, das sind jetzt die erste und zweite Folge sind inzwischen draußen und die haben beide über 200 Aufrufe. Das ist ja ziemlich krass. Freut mich. Echt, es ist einfach momentan, fühlt sich das nicht so ganz real an. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ein Psychopath. Das macht mir viel mehr Spaß, als irgendwie ein großes, tolles Bauwerk aufzubauen oder so. Vielleicht bin ich einfach nur unkreativ, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Thank you.
dürft nicht auf YouTube, weil was da ist, das ist alles ganz böse. Bei Harry Potter und ein Stein, das war einfach... Jeder kannte Harry Potter und ein Stein und musste es einfach gesehen haben. Ansonsten... Ja, war man... Keine Ahnung, Noob. Hä? Ach so. Ah. Ja, was soll an so einem Spiel toll sein, wo man irgendwelche Blöcke setzt? So, hä? Was ist das für ein bescheuerter Name? Gronkh? Was soll das sein? Alter, du kennst Gronkh nicht? Wie kann das sein? Da war dann ein komischer Typ, der in Videos Minecraft gespielt hat. So, ich muss sagen, ich habe mich schon direkt von Beginn an derbe dafür interessiert, wie das eigentlich funktioniert. So, habe mir relativ bald rausgesucht, wie man aufnehmen kann. Und habe auch relativ bald schon meine ersten Versuche gemacht. Ja, abonniert mich, liked mich, teilt mich, etc. etc. Ist da irgendwo ein Skelett-Spawner? Habt ihr eben schon im Vorspann gesehen, dass ich schon wieder gegen Haufen Skelette kämpfen musste? Muss ich mich gleich mal umgucken. Alter! Da muss ein Skelett-Spawner sein! Und auf der anderen Seite und jetzt... Nee. Sorry. Ihre Zeit mit... Ihre Zeit mit YouTube verbringt. Und dass die Medien halt das noch nicht ganz wahrhaben wollten, dass eben die Stars von morgen eben nicht Fernsehstars sind, sondern YouTube-Stars. Und jetzt? Alter, oh, Minecraft-Mensch. Ey, du Hornsohn, ich leck deine Mutter oder so. Und ja, ich nehm's ihm einfach nicht übel. So, damit muss man ja auch erstmal klarkommen, dass man sich plötzlich bewusst wird, dass man mit seinen Videos, wenn man eine Million Abonnenten hat, oder zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz, aber schon Hunderttausende von Abonnenten hat, auch diese Hunderttausende von Leuten erreicht. Ja. Tot? Ha, ich habe eine Fledermaus getötet. Ziel erreicht. Sehr schön. YouTube eine Plattform ist, wo jeder Videos hochladen kann und wo jeder Erfolg bekommen kann. Oder sagen wir so, es können einem ganz leicht Dinge rausrutschen, die bei bestimmten Personen etwas verursachen, was man so überhaupt nicht im Kopf hatte. Ja, plötzlich... Was will ich sagen? Dass man plötzlich... Wenn die alten Medien jetzt sagen, ja, aber es gab ja schon immer so junge Stars. Wieso sollte das... Die haben es ja auch irgendwie hinbekommen. Ja, aber der große Unterschied ist, dass diese jungen Stars alle immer auch einen Manager hatten und ein großes Label, etc. Und das ist auf YouTube halt einfach komplett nicht vorhanden. All die Leute, die auf YouTube aktiv sind, die machen das halt einfach komplett für sich und von sich aus. Und da ist nicht irgendwer, der sagt, Achtung, sag mal lieber nicht das und das und dies und das, sondern pass lieber auf und mach lieber andere Sachen. Dass sie davon ausgehen, dass YouTube das Fernsehen nicht ablösen wird. Und da muss ich sagen, dass das nicht stimmt. Gronkh sagt ja auch, dass er das hat, dass er meint, man will sich ja irgendwo auch einfach berieseln lassen, einfach mal von Fernseher setzen und einfach laufen lassen. Und ich denke, dass das nicht unbedingt mehr vorhanden ist. So, ich finde das extrem geil, dass YouTube einem diese Möglichkeit gibt, dass man sich halt zu jedem Zeitpunkt aussuchen kann, was man gerade gerne schauen möchte. Dass das einfach nicht mehr unbedingt gibt, dieses berieseln lassen wollen. Na, killen wir den Creeper? Ja, den ersten Creeper gekillt. Sehr schön. Weiß nicht, wie das bei euch ist. Könnt ihr mir ja auch mal sagen.
ob ihr einfach berieselt werden wollt. Ich fange damit nicht an, um Geld zu verdienen. So, ich mache das auf jeden Fall, weil es mir super viel Spaß macht und weil ich schon seit Jahren extreme Lust darauf habe, Let's Plays zu machen. Es ist nun mal so, dass YouTube auch davon lebt, dass man geguckt wird. Die ganze Arbeit, die Mühe und so in ein Projekt zu stecken, dass sich am Ende niemand anguckt, das ist nicht gerade ermutigend und motivierend. Deswegen ist es natürlich so, dass ich mich über jeden Zuschauer freue und das jetzt völlig unabhängig von irgendwie Like-Geilheit oder so, dass ich nicht Like-Geil bin, habt ihr mit Sicherheit schon bemerkt. Ja, wozu? Ich meine, jeder von euch kennt ja die Möglichkeiten auf YouTube, ein Video positiv zu bewerten oder einen Kanal zu abonnieren, der einem gefällt. So, das ist zum Beispiel eine Sache, die mich bei jedem Video von German Let's Play erneut stört. Was ich halt so schade finde, ist, dass er in jedem seiner Videos einblenden muss: Ich freue mich über jede Bewertung. Ich fühle mich dabei ein bisschen so, als würde er mich für dumm halten, weil er mir halt dauernd wieder sagt, drück gefällt mir. Ich hoffe, ihr versteht meine Ansichten zu YouTube so ein bisschen und hoffe, ihr haltet mich nach dem, was ich zum Thema Geld und Zuschauer gesagt habe, nicht für ein leicht geiles Arschloch, denn das bin ich definitiv nicht.